Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Fahrt im Train Simulator. Heute auf der Allgäu-Strecke mit einem Güterzug. So, wir haben noch ein bisschen Zeit, müssen noch einen Zug oder zwei abwarten. Viel zu tun gibt es ja sowieso nicht bei der Baureihe 245. Wir machen uns mal eine Beleuchtung an und schalten den üblichen Kram ein. So, das sollte es auch schon gewesen sein. Ja, die Allgäu-Strecke, das ist auch irgendwie so ein Ding. Klar, ich habe mir die im Sale gekauft, deswegen war die auch entsprechend günstig und ich bereue nichts. Aber da vernünftige Aufgaben zu finden, ist echt schwierig. Ich muss gestehen, im Steam Workshop habe ich jetzt noch nicht wirklich tief gegraben. Aber bei den anderen üblichen Quellen, da finde ich nicht wirklich was. Und die Aufgaben, die hier eben mitgeliefert werden, also das ist, sagen wir mal, es ist schon überschaubar. So, das könnte ein bisschen mehr Abwechslung bieten, das Ganze für meinen Geschmack. Mir wird es ja schon reichen, wenn ich mal eine Aufgabe hätte, in der ich in Lindau starte. Also da habe ich halt bislang auch noch nichts gefunden, die Aufgaben, die dabei sind. Da ist zwar eine Aufgabe in Lindau selbst dabei, im Rangierverkehr. Aber ich muss schon sagen, das ist ja dann auch nicht so wahnsinnig spannend, wenn man da einfach nur einen Zug zusammenstellt. Ich gehe mal davon aus, das will keiner sehen und mir macht das auch nicht wirklich Spaß. Deswegen werde ich diese Aufgabe wahrscheinlich auch niemals spielen. Aber naja. Gut, was haben wir eigentlich vor? Einen Güterzug nach Hergatz befördern. Hier, ganz überschaubare Sache. Leere Waggons. Ich denke mal, das sollte ich einigermaßen hinkriegen. So, wir dürfen immer noch nicht. Dann können wir vielleicht... Okay, da kommt uns noch was entgegen hier. Können wir vielleicht die Gelegenheit gerade mal nutzen. Oh, der Mond, das sieht aber nicht so schlecht aus hier. In aller Herrgottsfrühe um kurz nach 5. Ja, Lindau. Lindau Hauptbahnhof ist ja dann da hinten. Da ist dieser Bahndamm. Wieso hier jetzt ein Zug entlang fährt, entschließt sich mir auch nicht, ehrlich gesagt. Sieht zwar schön aus, aber das geht ja nur auf die Performance. Den kriegen wir ja nie zu sehen, wenn wir da die Strecke entlang fahren. Naja, aber eben hier würde ich gerne mal starten, weil... Also auf, einfach, das gefällt mir hier, der Lindau Bahnhof. Ich finde den ganz schnucklig und ich war da halt auch schon in der Realität vor ein paar Monaten erst. Hier über diese Fußgängerbrücke bin ich gelatscht. Da hinten, mal schauen, ob sie das auch umgesetzt haben. Wahrscheinlich eher nicht. Hier befindet sich nämlich direkt am Bahnhofsgebäude auch ein ganz schnuckliges Café, wo man schön den Cappuccino trinken kann und dann hier so ein bisschen über die Bahnanlagen schlendern. Das ist echt eine schöne Geschichte. Hafenbecken haben sie auch umgesetzt. Das sieht ja alles nicht so verkehrt aus, gerade hier bei diesen Lichtverhältnissen jetzt. Das sieht schon nicht schlecht aus. Und hier würde ich eben gerne mal einfach ein Szenario starten. So, also wenn da jemand was weiß, kann auch gerne aus dem Workshop sein, dann verlinkt mir das bitte in den Kommentaren, denn wie gesagt, ich habe einfach schlicht und ergreifend bislang nichts gefunden. So, wir dürfen Richtungswende nach vorne. Fahren wir mal los. So, muss gerade mal meinen Sound hier noch ein bisschen einpegeln, damit ich auch was höre auf den Kopfhörern. So. Alright. Das ist ja das Hauptsignal. Müssen wir nichts bestätigen. Allerdings haben wir jetzt erstmal Langsamfahrt angesagt. Das heißt Vmax 40 an der Stelle. Ja, die 245er, also wirklich beste Freunde, glaube ich, werden wir nicht mehr. Ich habe mich jetzt einigermaßen dran gewöhnt an das Handling, aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Ist einfach nicht meine Lieblingslok. Schlecht finde ich sie nicht, aber ich weiß auch nicht. Das ist einfach... Die ist gewöhnungsbedürftig, sagen wir es mal so. Ah, Moment mal, das ist die falsche Zugart, ne? Ah, kann ich das während der Fahrt noch umstellen? Ich glaube nicht. Naja, egal.
so schlimm ist das jetzt auch nicht. Immerhin habe ich es noch gemerkt. Das wäre dann ja bei so einem Güterzug, vermute ich doch mal, das müsste dann die mittlere Zugart sein. Das wäre korrekt. Und mit mittlerer Zugart hätten wir jetzt wahrscheinlich hier die Geschwindigkeitsüberwachung 45 km/h und eben nicht 85. Aber das kann man sich einfach dazu denken. Und aktuell sind wir sowieso noch in der Langsamfahrt, deswegen dürfen wir eh nicht schneller als 40. Das passt schon. Also ich habe wirklich den Eindruck, dass die SIFA irgendwie manchmal schlecht reagiert. Also ich muss da manchmal zwei, dreimal drauf drücken und ich höre ja, dass die, also dass die SIFA-Taste reagiert, weil man hört ja auch das Pedal. Das ist ja auch umgesetzt worden, der Sound. Das ist echt ein bisschen merkwürdig. So, dann dürften wir uns an der Stelle schon auf der Strecke befinden, die wir dann auch bis zu unserer Destination nicht mehr verlassen werden. Haben uns quasi eingefädelt. So, ja, dann dürfen wir wohl auf Tempo 80 beschleunigen. Haben keine Überwachung mehr. Andererseits, Moment mal. Also es kam ja noch keine Signalisierung eigentlich, dass die Langsamfahrt aufgehoben ist. Aber wir haben auch keine Beeinflussung mehr, deswegen, also das zeigt mir ja dann letztlich auch an, dass wir Streckengeschwindigkeit fahren dürfen. Zumindest in meiner Logik. Wir werden es gleich feststellen. Aber das sollte schon passen. Führerstandsbeleuchtung wäre noch irgendwie ganz nett. Wo war die denn? L? Ja, okay. Oh, der Mond. Ja, 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 ich drücke, ich drücke. Der Himmel mit, so mit dem Mond in Kombination macht fast so ein bisschen den Eindruck wie in Empyrean Galactic Survival auf diesem Gasplaneten, auf dem ich mich mal vor einer ganzen Weile rumgetrieben habe. Ein bisschen ähnliche Atmosphäre hier gerade. So, es geht immer noch leicht bergauf. Ein bisschen mehr Gas geben. Und da vorne kommt zumindest mal ein Tempo 90 Bereich. Schnell ist die Strecke ja sowieso nicht. Das ist schon eher eine gemütlichere Nummer.
Hohohoho. Also das präsentiert sich aber jetzt schon hier von seiner besten Seite, von der Schokoladenseite. Das Allgäu am frühen Morgen. Sehr schön. Oh, mit Sonnenaufgang jetzt. Hatte ich auch noch nicht so oft, muss ich sagen. Ich versuche natürlich für die Aufnahmen auch einfach dunkle, also Fahrten, Nachtfahrten oder Fahrten in der Dämmerung einfach zu vermeiden. Das kommt halt einfach nicht so gut rüber in Videoform, finde ich. Selbst wenn ich das nachträglich noch ein bisschen aufhelle, ist einfach nicht so pralle, aber ja, so in der Form, das sieht schon nice aus. So, ich bin viel zu langsam, merke ich gerade. Freifahrt. Sehr schön. So, da ist der Ankündiger. Tempo 80. Erwarten. Das bestätigen wir natürlich. Ah, das ist schon prächtig hier, so mit diesem Morgenrot, beziehungsweise mit diesem Sonnenaufgang da irgendwie in der Ferne. Ah, sehr schön. Sieht man auch nicht alle Tage. So, Tempo 100. Ach, sieh an, das passt gar nicht mit der Streckengeschwindigkeit zusammen. Hier steht Tempo 110, unten auf dem Head-Up-Display haben wir Tempo 100 angezeigt. Das ist dann wohl ein Bastelfehler, nehme ich an. Schauen wir mal, was davon jetzt letztlich stimmt. Tempo 100, okay. Dann ist entweder die Signalisierung falsch oder eben umgekehrt. Und sie haben die tatsächliche Streckengeschwindigkeit nicht der korrekten Signalisierung angepasst. Eins von beiden. Aber das kann wohl nur jemand beurteilen, der tatsächlich Streckenkenntnis besitzt. So, 100 erwarten, das passt dann natürlich auch nicht mehr zusammen. Okay, das sieht erstmal ganz gut aus und ich denke mal, da können wir jetzt einfach gemütlich... Na, Sifa, komm schon. Da können wir jetzt einfach gemütlich hier bis zum Ende durchtuckern. Ich gehe mal davon aus, dass hier keine besonderen Vorkommnisse mehr vorkommen werden. So, freie Fahrt. Ah, sehr schön.
Auch mit dem Kirchturm da, mit dem zwiebelförmigen. Nicht schlecht. So, Kollege mit Minigüterzug. Der wird wohl dahin fahren, wo wir gerade herkommen. Und bei den Signalen hier auf der Strecke ist mir auch bisweilen aufgefallen, dass die manchmal ein bisschen schwierig zu erkennen sind. Also die flackern halt so leicht. Also ich denke mal, man sieht das ja sowieso in der Aufnahme. Liegt also nicht an der Aufnahme, sondern das ist tatsächlich so. Ist mir bislang auch nur auf dieser Strecke aufgefallen, ehrlich gesagt. Habe ich sonst noch nie irgendwie so in der Form wahrgenommen. So, hier wäre jetzt 120 theoretisch laut Beschilderung erlaubt. Scheint aber auch nicht korrekt zu sein, also. Sonst würde er mir das ja anzeigen hier. Na, die wird wohl einige Fehler haben, aber gab es da nicht auch ein Upgrade? Da bin ich mir gerade nicht sicher bei dieser Strecke. Okay, aber das werde ich wohl rausfinden. Ist halt auch ein bisschen schade, dass solche Upgrades manchmal halt wirklich mehr oder weniger ja notwendig sind, wenn man die Strecke dann wirklich korrekt haben will. Also, dass man irgendwelche optischen Aufwertungen bekommt mit so einem Upgrade, das leuchtet mir ja ein, aber dass die Leute dann tatsächlich auch wirklich die Signale korrigieren müssen und sowas in der Richtung, also das ist dann schon ein bisschen traurig. Da könnte man auch mehr erwarten, finde ich. Gerade bei der Preispolitik. Aber das ist ein anderes Thema. So, können wir uns eigentlich mal eine Außenansicht gönnen an der Stelle? SIFA. SIFA. Na komm, komm. Ach, echt. Also mit dieser SIFA, ich weiß auch nicht, was das ist. Äußerst penetrante Institution, die das Fräulein SIFA. So, wie weit haben wir es denn eigentlich noch? Okay. Dann mal ein bisschen die Signale im Blick halten, denn ich gehe mal davon aus, dass wir bald runtergebremst werden.
Ja, das meine ich jetzt hier zum Beispiel. Schwierig zu erkennen, finde ich, weil das irgendwie so komisch flackert hier die Beleuchtung, also die Signale. Aber Langsamfahrt kann man doch schon erkennen, denke ich. Dann nehmen wir schon mal ein bisschen Leistung raus hier. Schauen auf jeden Fall, dass wir direkt unter 85 kommen und dann passt das schon. Wobei korrekterweise müsste ich ja schauen, dass ich unter 45 komme. Wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass das hier mittlere Zugart ist. So, bisschen übervorsichtig, aber besser als eine Zwangse. Zugbeeinflussung. So, haben wir jetzt auch wirklich die richtige Langsamfahrt, also sprich 40, oder ist da noch zusätzlich irgendwas signalisiert? Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass wir Tempo 40 hier zu erwarten haben. Jo, das sieht nach Tempo 40 aus. Wobei es bei dem Signalsystem gäbe es ja eh keine Möglichkeit, glaube ich, da noch was zusätzlich einzublenden. Ne, definitiv nicht. So, dann erreichen wir auch gleich Hergatz und haben erfolgreich unseren leeren Güterzug bei prachtvoller Atmosphäre, wie ich meine, an seinen Bestimmungsort gebracht. Sifa, ja. Gut, noch ein Stückchen vorziehen. So, das dürfte wohl genügen. Und dann machen wir an der Stelle auch Feierabend. Ich gehe mal davon aus, dass hier irgendein Kollege direkt hier den Zug übernehmen wird. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet doch beim nächsten Mal einfach wieder ein. Würde mich sehr freuen, wenn es weitergeht hier im TS. Bis dahin und macht's gut.